Hallo Leute, weiter geht's bei Yooka-Laylee. Ich muss jetzt bestimmt hier was nachmachen, oder? Als erstes kam der hier. Oder andere Idee, ich muss die bestimmt in der richtigen Reihenfolge schmelzen. Ganz sicher. Okay. Wie geht das? Nee, klappt auch nicht. Nee, es bringt mir irgendwie nichts. Oder... Aha! So! Muss die an-dingsen hier. Oh Gott, das könnte schwer werden. Der... Moment. Der schwarze, dann der vordere und dann der hintere, oder? Ja, links, rechts, links, rechts. Okay, versuchen wir. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und den hier. Okay, nettes Rätsel, nettes kleines Rätsel. Dann haben wir hier drin schon alles gemacht, vermutlich. Okay, das war nicht schwer, aber es war cool. So, was haben wir hier hinten? Ein Ausgang wieder. Einen weißen Ausgang. Gut, wo bin ich jetzt? Ich hoffe, bei dem Eingang, den ich schon mal gesehen habe. Ja, 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 perfekt. Ich denke, wir haben jetzt hier, ich sag mal, in der Höhle alles gemacht. Soweit. Da bin ich halt schon ein Fan von, wenn ich Gebiete abschließen kann. Weil ich habe bestimmt wieder unzählige Dinge übersehen da drin. Unzählige. So. Gegen euch habe ich schon mal gekämpft, nicht wahr? Gib mir das. Die eisige, eisige Eiswelt. Das erinnert mich wirklich sehr an Freezy Peak. Ne, ihr wisst schon, aus Banjo-Kazooie. Der wurde gerade... Holy shit. Ein Totenschädel. Mir die Federn. Ah, und da vorne ist wieder Dr. Puss. Was Trophäe erhalten? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Okay, aber das Molekül habe ich noch nicht, aber ich werde trotzdem mal mit ihr sprechen. Mit ihrem Goldfisch da. Okay, Fischkopf, bist du noch im Forschungsgeschäft? Oh, in der Tat. Ich habe sogar gerade den letzten... Arbeiten am DNA-Tor vorgenommen. Er ist jetzt bereit für die Transformation. Ierung. Okay. Mit dieser neuesten Modifizierung können wir diesen widerlichen Dr. Quark und seinem neuen Boss die Leviten lesen. Aber pass auf, dass du den richtigen Knopf drückst. Die letzte Transformation würde in diesem Wetter nicht lange überleben. Ja, das stimmt. Für diese nächste Transformation müsst ihr mir das Molekül dieser Welt bringen. Ja, war mir klar. Aber offenbar habt ihr es noch nicht gefunden. Ja, sucht weiter. Ja, 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 ist ja gut. In der letzten Welt war das Molekül ziemlich nahe bei ihr. Jetzt vielleicht auch? Wir werden sehen. Es gibt so viel zu entdecken, zu erkunden. Das ist fantastisch. Was haben wir hier hinten? Das ist so ein abgesperrter Bereich irgendwie. Ich werde ein bisschen seltsam. Ist hier unten vielleicht noch was? Mir nicht danach aus. Nee, ich denke, das Molekül ist dann schon irgendwie auf einer eigenen Plattform oder so. Augen! Bums! Ah, du lebst noch. Warum? Kann mir das Vieh immer schaden? Verstehe ich nicht ganz. Und bums. Da war nichts drin. Ja, dann hat nicht. Was zur Hölle bist du? Was bist du? Seht ihr euch an. Da seid ihr endlich. Schnell ans Werk. Sonst endet Planker noch als Feuerholz. Bist du ein Baum und du willst irgendwie Äste haben oder was? Super. Das Level hier könnte ein wenig Wärme vertragen. Laylee ist so toll. Klappe. Gott, Mieze. Was? Agoff, Mieze. Jetzt macht, wofür... ich
euch Eisbildhauer bezahlen. Was? Was? Bla bla bla. Eisbildhauer, ach so. Aber wir sind keine. Ruhe an die Arbeit. Wenn Captain B herausfindet, dass ich versehentlich seine schöne neue Skulptur verschandelt habe, wird er mich sicher anzeigen. Oh, er wird dich anzeigen. Ihr werdet viel Energie brauchen, um dieses Makel auszubessern. So viel steht fest. Was muss ich da jetzt machen? Ich fürchte, uns fehlt die Ausrüstung für... Quatsch. Hier nicht rum, oder? Sondern repariert die Statue. Ihr Künstler seid doch alle gleich. Immer bloß reden, aber bloß nicht arbeiten. Wenn ihr euer Geld wollt, solltet ihr langsam mal anfangen. Geld? Jawohl, Sir. Ah, shit, wir müssen hochrollen, verstehe. Okay, machen wir kurz diese Arbeit. Da geht's auch noch hoch. Bums. Ach, so besiege ich das Ding am besten. Mit meinem Sonarangriff. Super. Wer rülpst hier rum? Oh, du! Rülps hier nicht rum. Ja, du brauchst was zu essen, aber ich muss dich auch zuerst auftauen. Hör auf, rumzurülpsen hier. Wo bekomme ich solche Feuerteile her? Feuerbeeren, sag ich mal. Was soll ich denn hier bitte formen? Ich habe doch keine Ahnung. Erstmal möchte ich hier hochgehen. Geht es ein bisschen doof hier. So, nom nom nom. Was haben wir denn hier Schönes? Hier hinter muss was sein. Ja! Was, nur eine? Was zur Hölle? Bekomme ich irgendwie einen Rammangriff oder irgendwie sowas? Nee, ich brauche irgendwie Bomben oder irgendwie sowas. Ja. Okay, was mache ich jetzt hier? Muss ich hier einfach nur alles kaputt machen, oder was? Nee. Irgendwie ja nicht. Okay, da kann ich so rüberfliegen, das stört nicht. Was ist das hier für ein Eishaufen? Kann ich auch nichts damit anfangen. Mir fehlt irgendwas Tolles, würde ich sagen. Aber hier bekomme ich ja theoretisch... Oh, shit. Hier bekomme ich ja theoretisch keine Moves mehr. Oder ist Trouser zweimal da? Könnte ich alles auch sein. Die Viecher sehen irgendwie cool aus, habe ich das schon mal gesagt? Ich denke nicht. Aha! Hier ist doch was. Wann komme ich denn so weit? Darf ich von hier nicht? Versuchen's. Okay, nee, komme ich nicht. Ist ja gut. Okay, 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 okay. Hab ja verstanden. Ich kann hier direkt rüber fliegen. Dann... Scheiße! Sorry. Wollte ich nicht sagen. Shit, verdammt. Wow. Geh jetzt da weiter. Vielleicht schaffe ich es hier noch. Oh, die ist schon wieder weg. Mit die meine ich die Fähigkeit. Da unten ist wieder was Klebriges. Moment, die Feder lasse ich jetzt noch stehen. Dass ich weiß, hier war ich noch nicht. Wo komme ich jetzt wieder hoch? Da. Okay, Bomben. Da war ich mit dieser Überlegung gar nicht mal so falsch. Moment, da ist Feuer. Ich brauche bestimmt Feuer, um den Geist zu befreien, könnte ich mir gerade vorstellen. Ich mir gerade ziemlich... Jetzt geh mir aus dem Weg! Und hopp. Das muss reichen. Nein? Okay, muss ich ihn halt auch frei bomben. Okay, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich ihn auftauen muss, aber gut. Aber gut. Ist ja in Ordnung. Mein Gott, darf ich nicht auch mal einen Fehler machen? Nein, darfst du nicht. Sehr gut. Werd mein... Oh, ja. Ich werde mein Mögliches tun, wollte ich sagen, aber... Was hat sich denn damit wohl erledigt? Ah komm, ich fliege wieder darüber. Komm, das geht viel schneller.
Ja, reicht. Okay, eins nach dem anderen. Als erstes möchte ich versuchen, ob ich diesen Schneehaufen da zerstören kann, ob mir das irgendwie was bringt. So, darüber, darüber und... Njoms. So, bumm. Nein. Okay, aber hier treffe ich doch bestimmt, oder? Na? Nein? Natürlich reicht es exakt nicht. Natürlich. Aber diesen Schneehaufen kann ich bestimmt mit meinem Feuer wegbrennen. Könnte ich mir gerade vorstellen. Wow. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt ein bisschen Beeilung, aber das hat sich dann auch schon wieder erledigt. So, und darüber. So, bumm. Oh, ah, das, ach so, das war's schon. Ja, nicht ganz. Das war nix. Oh, es hält nicht lange an. Es hält halt echt nicht lange an, das Ding. Aber geht schon, ja. Die erste Bombe hat schon sehr viel weggemacht. Jetzt muss ich halt ein bisschen zielen. Oh, der Mond, Leute. Wunderschön. So, und losgerollt. Und rübergefliegt. So, avisieren, Bums. Und Bums. Krieg ich das hin? Bums. Natürlich nicht. Doch! Auf dem Rücken ist noch ein Stein, noch ein einziger Stein. Den kriegen wir jetzt hin, oder? Ja, ist ein bisschen, vielleicht ein kleines bisschen nervig, dass diese Bären nicht so lange halten. Aber es soll ja zumindest eine kleine Herausforderung sein, nicht wahr? Somit ist es schon in Ordnung. So, Noms. Darüber. Mit einer gut gezielten Bombe könnte ich jetzt eventuell sogar beide Steine auf einmal kriegen. Okay, es sind noch drei. Bumm. Es reicht nicht. Shit, es reicht nicht. Ich muss näher ran. Mist. Ich wollte abkürzen. Aber das kriegen wir jetzt noch hin, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann will ich irgendwann noch nachsehen, was für ein neues Tonikum ich bekommen habe. Aber dieses Verbrauch... Hallo? Nimm das Ding mit. Aber dieses verbraucht weniger Energie beim Rollentonikum ist halt schon toll, muss ich sagen. Das gefällt mir halt. Aber ich kann doch nicht so hoch zielen. Doch, hier schon. Das Zeug ist... Hä? Wie komme ich denn da oben dran, bitte? Nein! Shit. Wie komme ich denn da oben dran? Das ist mir jetzt gerade noch ein Rätsel. Hm. Ich stelle mich jetzt gerade extrem doof an, kann das sein? Vielleicht muss ich von der Plattform aus bereits schießen, aber... Die Dinger fliegen ja nicht so weit. Willst du mich verarschen, Spiel? Ernsthaft? Bin ich kein Fan von, wenn du mich verarschen willst. Und ich muss einfach direkt auf diese... bescheuerte Statue rauf. Ist jetzt zwar bestimmt dumm, was ich mache, aber... Nee, war es nicht. Okay. Okay! Höchste Zeit! Captain B kommt jeden Moment von seinen Geschäften zurück. Ich hoffe ja nicht. So, nehmt eure Belohnung und verzieht euch, nutzlose Bildhauer. Danke, Planker. Aber wir sind keine... genug geredet. Macht die Fliege. Super. Okay. Okay, aber... Ich möchte mir noch mehr Bomben holen. Und ich hoffe, dass die lange genug halten, bis ich beim Geist bin. Was heißt beim Geist? Ich muss ja noch überall hin. Was heißt überall hin? An mehrere Orte auf jeden Fall. Aber wie soll ich so schnell sein? Komm schon. Und... Bumm!
Ah! Ja, das Molekül. Super. Moment. Komm ich auch auf diesem Weg zurück? Nee, das ist viel zu knapp. Das wäre dann wirklich viel zu knapp. Aber wir haben das Molekül gefunden. Aber verwandeln möchte ich mich eigentlich noch nicht unbedingt, wenn ich ehrlich sein soll. Wozu auch? Komm schon, reicht das? Oder kann ich halt einfach nur 5-mal ballern? Das reicht nicht! Jetzt! Nerv nicht rum, ihr verdammten Viecher! Wie reicht denn den? Stimmt mit der Verwandlung oder irgendwie sowas. Hör auf zu rülpsen! Ich hätte noch gerne mein Puzzle, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nee, mein Peachy. So, Punktlandung. Okay, da bin ich wieder klebrig. Was mir das bringt, das weiß ich aber noch nicht. Denn ich möchte jetzt zuerst mal in diese Höhle gehen. So viel zu entdecken. Aber hier komme ich irgendwie systematisch gut voran, glaube ich. Was sagt die Zeit eigentlich? Sie sagt, dass wir nicht allzu viel erreicht haben, aber trotzdem jetzt für heute Schluss machen. Denn das war es bereits für heute mit Yooka-Laylee. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.